und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Enigmatis, die Serie von Maple Creek. Wobei, eine kleine Änderung jetzt passiert diesmal, denn wir spielen nicht die Serie von Maple Creek, sondern die Geister der Vergangenheit. Das Bonuskapitel zu Enigmatis, die Serie von Maple Creek. Ich wollte es einfach nur nochmal erwähnen. Ja, wir haben am letzten Mal die Hauptstory abgeschlossen. Nach, ich glaube, 12 oder 13 Parts. Und jetzt kommt das Bonuskapitel, beziehungsweise, ich glaube, Part 14. Ich werde jetzt keinen Bonus 1, Bonus 2, Bonus 3 machen. Ich werde es vielleicht da reinschreiben, aber mal gucken. Wir werden sehen. So, ich würde sagen, wir fangen direkt mit Geister der Vergangenheit an. Starten direkt wieder im Expertenmodus, wie beim letzten Mal schon, den ersten Teil. Und ready! Maple Creek, 11. Juli 1980. 3 days in this eerie town. Countless interviews. And I haven't elicited one word about Emily from the preacher's mindless flock. What's your story, preacher man? Why can't I get a reading on you? Emily, we were supposed to meet here on our date. And now you're lost, and I'm helplessly searching for you. There's something off, something I'm missing, but what? Ja, was? Das ist hier die Frage. So, wir gucken uns hier mal ein bisschen im Auto um. So, warte mal. Verschiebe Gegenstände, um Banknoten und Münzen zu finden. Etwas Geld könnte in Fächern versteckt sein. Huch. Okay, wir sollen also Geld suchen. Ich glaube, die Bonusgeschichte haben wir damals nicht gespielt. Ich kann mich zumindest gerade nicht daran erinnern, dass ich das hier schon mal... ...gesehen habe. Okay, hier finde ich tatsächlich gerade so gar nichts mehr. Da. Okay, $18 haben wir. Vom Turm gibt es sonst nichts zu sehen. Ich bin seit Tagen auf dem Ausguck. Okay, da geht's zur Brücke. Ah, Vogel. Okay. Wir kriegen es aber wahrscheinlich nicht raus. Naja. Okay. So, you are leaving, Master Detective. Aha. Da ist der Prediger. I'm busy, can't you see? Yes, yes, a tire pump. $17 will be fine. I'm busy. Take the key and get the pump yourself.
Okay. Dann einmal hier hinein. So. Oder einmal in die Tankstelle rein. Ja, das hier kenne ich tatsächlich nicht. Da hängen... Nee, das Masken? Weiß es nicht. Ja, ich bin mich gerade so ein bisschen jetzt hier an Corona-Zeit. Keine gute Idee, zumindest bis die Maschine angeschaltet ist. Okay. Stromkabel fehlt. Oh, hier können wir wimmeln. Okay, wir brauchen Nummernschild, Buchstabe T und Druckmesser. Ich weiß nicht, wie wir hier was finden sollen, aber okay. Druckmesser. Okay. Feuerlöscher, Wagen, hier war Schachbrett. Schachbrett. Das ist Kreuzworträtsel übrigens. Schachbrett. Feuerlöscher. Feuerlöscher. Wagenheber. Wagenheber. Brecheisen, Basketball, Dartpfeil. Basketball. Das ist Fußball. Und eine Rugby. Basketball. Dartpfeil. Brecheisen. Wischerköder, Autoköder. Das ist ein LKW. Auto. Und Wischer. Da. So, wir haben Brecheisen. Okay, nach dahin kommen wir nicht. Nach da auch nicht. Ach ja, Brecheisen hier. Triff mich hier. Das hat Emily geschrieben. Ich muss jemanden fragen, wie ich dorthin komme. I'm busy. You want to talk? Talk to the preacher. How can I help you, Detective? I'm looking for an abandoned cottage near Maple Creek. I know the place. Why don't I draw you a map? But first, can you get me a cup of coffee with milk and sugar from the vending machine, please? Ja. Okay, wir müssen wieder wimmeln. Zerknülltes Papier, Taschenrechner, Taschenlampe. Taschenlampe. Zerknülltes Papier und ein Taschenrechner. Da. Lufterforscher, Strom, Kabel, Puderdose. Puderdose, Lufterfrischer. Handfeger, Football, Pflaster. Football. Handfeger. Das ist ein Dingens. Da. Und Pflaster, Kabel, Stifte, Ente. Ente, 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 Ente. Okay. Stifte. Kabel. Stifte. So. Stromkabel. Der Priester möchte einen Kaffee mit Milch und Zucker. Okay. Milch. Also mit Milch. Da gar nichts.
Haha, sehr gut. Wir haben es hingekriegt. Ich war schon etwas am Verzweifeln. I'm working on the map for you. How's that cup of coffee with milk and sugar coming along? Thanks for the coffee, Detective. And here's your map. Beware, though. The cottage is more dangerous than quaint these days. Okay. Durch die Stadt und dann bei der Farm gehen Norden. Warte mal. Okay. Die Karte, wie versprochen. Anscheinend ist das alte Landhaus im Wald nördlich der Farm. Sie haben zwar so dorthin wohl verpasst haben. Okay. Oh. Ja, gut. Dann einmal hier die Pumpe. Und dann einmal dahin. Okay. Ist das das Haus, was dann niederbrennt? Später? Wahrscheinlich, ne? Okay, Vorhängeschloss, Kopfbedeckung und Weidenkorb. Weidenkorb. Kopfbedeckung, Vorhängeschloss. Ist jetzt nicht gerade so einfach hier irgendwas zu finden. Schaufelketten, Reisig. Reisig. Schaufelketten. Nur noch die Schaufel. Da. Zange, Gabel, Hake. Hake. Gabel. Zange. Die Zange finde ich gerade tatsächlich nicht. Doch da. Sattel, Sense, Nest. Sattel. Sense. Nest. Und wir haben eine Zange. Damit ziehen wir die Dinger raus. Oh je, das sieht ja hier aus. Die Wohnzimmer. Messer. Zeitung. Okay. Da wurde was ins Schlüsselloch gestopft. Ja, dann gehen wir erstmal ins Wohnzimmer. Oh Gott. Ist das Duster? Der Prediger war so nett, mich hierher zu führen. Dieser Ort ist so romantisch. Die Geschichte wird zwischen den Spinnenweben und dem Staub förmlich lebendig. Ich werde diesen Ort in den kommenden Tagen gründlich untersuchen. Emilys Handschrift. Sie war hier. Wir brauchen Papier zum Entzünden. Wir brauchen etwas Substanzielles. Nur hier einmal. Okay. Streichhölzer, Monogramm, Signalhorn. Okay. Streichhölzer. Das war das Signalhorn. Monogramm. Uhr. So, jetzt. Halskette, Sossiere. Sossiere. Halskette. Puppe. Und Pfeife.
Notenblatt. Ankerlupe. Ankerlupe. Kokarde. So. Streichhölzer haben wir. Merkwürdig, das Besteck ist immer noch hier. Ich frage mich, warum. Okay. Dann können wir hier wieder wimmeln. Arbeitshandschuhe, Holzscheit, eine 0 von 2, kleines Pferd. Pferd. Arbeitshandschuhe. Holzscheit 1. Holzscheit 2. Spitzhacke, Krug, Schlinge. Plakatbesen, Pinsel. Plakatbesen. Okay, den Pinsel. Den muss ich erstmal suchen. Da ist der Pinsel. Käfer, Tasse, Axt. Käfer, Tasse, Axt. Okay, so schwer ist das dann doch gar nicht. Ist alles in der Ecke immer. Oh my God, it's Emily's stuff. It's her backpack. And her sleeping bag. She was here. Emily, where are you now? Eine gute Frage. So, dann gucken wir uns mal in ihren Sachen ein bisschen um. Taschenlampe, Wulknull, Schokolade. Taschenlampe, Wulknull, Schoki. Zahnbürste, Cornflakes, Zahnpasta. Zahnbürste. Cornflakes. Zahnpasta. Stirnband, Halskette, Schnalle. Halsband. Also Halskette. Stirnband und Schnalle. Stirnband. Okay, Behälter, Messer, Glas. Messer. Glas. Schnelle. Das ist zwar eine Spange, aber okay. Emily has a pendant that unlocks this box. I'll hold on to it until I find her. Okay. Ah, das Ding kennen wir. Muss den Deckel anheben, um an den Draht zu kommen. Es ist sehr heiß. Okay. Wie viele Teile des Wappens fehlen? Okay, davon haben wir auch gerade nur einen. So. Das kriege ich raus. Benötige einen Schlüssel. Ach komm. So, hier können wir aber nochmal suchen. Tanzzapfen, Briefmarke und Fingerhut. Fingerhut, Tanzzapfen, Briefmarke, Fernrohrkorken, Mörser. Mörser, Korken, Fernrohr, Kamm, Knopf, Gabel, Knopf,
Gabel. Kamm, Horn und Flöte. Horn. Und die Flöte. Ja, und die Flöte. Ja. Und hier ist die Motte. So, Besteck. Deck den Tisch. Ein Gedeck ist bereits korrekt. Okay. Teller. So. Okay, aber was ist jetzt hier? Ist das eine richtige? Geht nach da, das geht nach da. Ah, okay. Jetzt sehe ich es auch. Okay. Da fehlt noch die kleinen Teller. So, ein Schlüssel. Okay, hier kommen wir ins Kinderzimmer. Ich würde einfach sagen, ich beende hier erstmal den Part. Einen werde ich hier dann noch machen. Vielleicht schaffen wir bis dahin sogar das Bonuskapitel. Mal gucken. Und ja, da darf ich dann natürlich erstmal essen, mit dem Hund raus und so weiter und so weiter. Und ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen und wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder. Ciao! Investigation when...